Kabel wird die Tür nicht mit Energie versorgen können. Ah, Kabel. Damit könnten wir die Tür vielleicht mit dem Generator verbinden. Und? Haben wir's? Ah. Und? Bitte sehr! Läuft! Danke! Mist! Ui. Durch das Hacken der Tür wurde ein stiller Alarm ausgelöst. Wenn die Wachen Galloway und die anderen sehen, sind sie tot. Wir müssen sie verstecken. Der Lagerraum! Los, alle rein da! Ja, alle rein da. Wir schießen alles ab, was uns am Sack geht. Ja, komm rein, du. Da fällt nur einer, oder was? Bin ja da. Ja, was denn? Nur mit ihm reden oder was? Hallo? Hm. Ich hoffe, das funktioniert. Ah. So, jetzt müssen wir da. Das ist meiner, scheiße. Ich Idiot. So macht man das. Nicht mit uns, Leute. Die Security hier ist Wahnsinn. Was um Himmels Willen zahlt Meriwether denen? Oh, es geht, wir kommen eigentlich klar. Ah, hat sich. Das war's. Wir sollten uns vergewissern, dass es den Kolonisten gut geht. Jo, können wir machen. Zackig, lockig ging das. Was haben wir hier? Klappstaubmaterial. Alles klar? Sind alle in Ordnung? Sidera Nix, du hast dich für mich ausgegeben, stimmt's? Wie hast du... Denkst du, ich kenne meine eigenen Tricks nicht? Und hör auf, meine Stimme zu benutzen! Tut mir leid. Aber es war einfach alles viel leichter, als die Leute dachten, ich wäre du. Weil du Kontakte hast und so. Sid! Sie haben uns also wirklich nicht geholfen. Wie sie gesagt haben, es war... Ja, meine kleine Schwester. Eines muss man ihrer Schwester lassen, Vetra. Sie hat wirklich was geleistet. Ryder, unterstützen Sie sie nicht auch noch? Sid, ich weiß, dass du irgendwo hier in der Anlage bist. Steig in dein Shuttle und flieg zurück zur Nexus. Aber ich kann dabei helfen, alle hier rauszubringen. Du hast eine Tür gehackt, ohne sie auf Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen. So eine Hilfe brauchen wir nicht. Dann übernimm du das Kommando. Ich habe die ganze Basis im Blick. Ryder? Sehen Sie mich an. Ja. Sehen Sie nicht mich an? Sie ist Ihre Schwester. Na toll, danke für die Unterstützung. Na gut, Sid. Du kannst helfen, aber du musst meine Anweisungen befolgen. Und keine kreativen Ideen. Wir bleiben hier und kommen nach, wenn es sicher ist. Wir wollen nicht ins Kreuzfeuer geraten. Je früher wir aufbrechen, desto besser. Sid wird uns warnen, wenn irgendwas auf uns zukommt. Folgt dem Gang durch die Kantine. Das ist der schnellste Weg. Okay, aber bevor wir weitergehen, bist du in Sicherheit? Ja. Ich hab ihr System von außen angezapft. Das Shuttle ist gut versteckt. Vertrau mir. Ich weiß, was ich tue. So, durch da. Wussten Sie, dass sich Ihre Schwester für Sie ausgegeben hat? Natürlich nicht. Oder denken Sie wirklich, ich hätte das zugelassen? Sid, du musst dich ins System hacken, um für Ablenkung zu sorgen. Alles klar. Aber beschränk dich auf eine Aktion. Du gehst rein und sofort wieder raus. Wenn du zu viel daran rumfuschst, werden sie dich aufspüren.
So, da, untersuchen, scannen. Ich kann einen Stromstoß an diesen Generator leiten. Die elektrische Entladung könnte einige von ihnen ausschalten. So, haben wir alles gescannt? Ryder? Generatorhochgang. Kannst du den Generator überlasten, sobald ich durch die Tür gehe? Klar, kein Problem. So, jetzt gibt's was Maul da hinten. Alle ready? Ja, die waren im Weg. Wäre es dir lieber, sie hätten sich deine Freunde vorgeknöpft? Nein, aber... Ach, alles klar. Nehmt als nächstes diesen Gang. Er führt euch durch... sieht wie ein Haufen Käfige aus? Alles klärchen. Was zum Teufel geht da vor sich? Wer pfuscht an den Sicherheitssystemen rum? Und wieso sind die Feeds ausgefallen? Antwortet mir! Galloway, bleiben Sie, wo Sie sind. Im nächsten Gang sind Wachen. Okay, Sie gehen weiter. Alles in Ordnung. Die Luft ist rein. Danke, Sid. Wow, das sind echt viele Tiere. Vielleicht wollen Sie sie ja abrichten. Falls Sie noch wild sind, könnten Sie uns einige dieser Wachen aus dem Weg schaffen. Andererseits könnten Sie auch uns angreifen. Ja, dann lassen wir den mal frei, würde ich sagen, ne? Schütze abschalten. Tiere freilassen. Diese Tiere dürften uns die Sache ein wenig erleichtern. Ich öffne den Käfig. Das wird bestimmt lustig. Warum laufen die Hunde frei rum? Er wird einen Anfall kriegen. Wir müssen uns darum kümmern. So, auf die Geschütztürme müssen wir gehen. So, wir müssen mal kurz flüchten vor diesem fetten Mistding. Wo ist der Dicke? Hat die Nummer der da, ne? Zack, down. Das war heftig. Jo, das was war geht? Ja echt riesig. Ihr wart unglaublich. Naja, wie auch immer. Ihr solltet jetzt durch die Werkstatt gehen. Das ist der direkte Weg nach draußen.
Als erstes mal die Überreste einhäpsen. So. So, läuft. Unten oder was? Ja. Wir haben eine Ratte im System und ich will, dass ihr sie findet. Es gibt doppelte Rationen für denjenigen, der sie mir bringt. Dann aktiviere deinen Schildverstärker. So, wir haben hier. Wenn der Pilot es schafft, in diesen Panzeranzug zu steigen, haben wir ein Problem. Sie ist zur Wartung an das Netzwerk angeschlossen. Ich kann ihre Systeme deaktivieren. Okay. Schauen wir mal. Sieht aus, als hätten sie jede Menge Optionen. Also Gas freisetzen, Hydropanzerung deaktivieren, Antrieb in die Luft jagen. Antrieb in die Luft jagen. Sprengen ist immer gut. Sid, kannst du diesen Antrieb hochfahren? Jagen wir sie in die Luft. Ach, das wird heftig. Und los geht's. Deckung gehen da. Oh, eine Deckung. Sagen Sie mir bitte, dass Sie mit Ihrer Schwester ein Gespräch über all das führen werden. Oh, Sie haben ja keine Ahnung. So. Eine Sanitäter. Hä? Oh, die ist down. Muss man sich um sie kümmern. Galli, Galli. Ja, sei froh, dass wir es geschafft haben, ey. Genau deshalb wollte ich dich immer von dem fernhalten, was ich gemacht habe. Aufregung und Abenteuer sind nun mal oft auch mit Schmerz und Blut verbunden. Verstehe. Sid, was erwartet uns jetzt? Sid? Sieht aus wie... Sid? Ich glaube, jemand hat mein Shuttle gefunden. Ich höre... Ich glaube, ich muss... Oh nein! Sid! Sid, bitte komm! Sie haben sie gefunden! Sie werden sie töten! Warum musstest du die Heldin spielen, Sid? Das war dumm! Schrecklich dumm! Ja, die war mutig, passt schon. Es ist besser, etwas Heldenhaftes zu versuchen, als gar nichts zu unternehmen. Wenn dieser Versuch sie tötet, dann bringe ich sie um! Sie wissen, was ich meine. Ich glaube, ich kann Sids Signal verfolgen. Das müsste uns zu ihr bringen. Wir dürfen keine Zeit vergeuden, müssen aber vorsichtig vorgehen. Sie haben meine Schwester. Jetzt geht's ab. Achtung, sie kommen direkt auf uns zu. Warte mal, Deckung kurz. So, dass unser Schild wieder hochfährt. Au. Das ist vermisst. Ich glaube, die wollen jetzt besonders schlau vorgehen. Ah, das da hinten, diese scheiß Türme sind das.
meine Leute getötet. Hab ich nicht. Ich habe niemanden getötet. Ich weiß nicht mal, wie man eine Waffe abfeuert. Wenn Sie Ihre Ratte wiederhaben wollen, Retronix, kommen Sie zu mir. Hilfe! So. Ich komm schon. Und dann gibt's aufs Maul. Darauf. Nicht mit uns, Leute. Denen werden wir zeigen, wer der Baba ist. Überlegen Sie sich gut, was Sie jetzt tun, Pathfinder. Dir ein Handy geben vielleicht? Die Explosion wird auch Sie töten. Dazu lassen Sie es nicht kommen. Vetra. Alles wird gut. Ich lasse nicht zu, dass dir etwas passiert. Kommen Sie schon. Die Kleine ist keine Bedrohung. Lassen Sie sie gehen. Sie hat mein Sicherheitssystem gehackt. Und sie ist so groß wie Sie. Waffen runter! Schießen! Ich wollte eigentlich schießen, irgendwie hat er es nicht gemacht. Sie entführen und bedrohen Kinder? Sind Sie dafür nach Helios gekommen? Tun Sie das Richtige. Entschärfen Sie die Granate. Es gibt kein richtig oder falsch mehr. Nur Leben oder Tod. So, schöne Entdeckung nochmal. Runter und bleib unten! Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.